Mein Name ist Sandra Schön. Ich arbeite bei der Salzburg Research, das ist die landeseigene Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg. Wir arbeiten dort alle in anwendungsnahen Gebieten rund um IT. Mein Spezialgebiet ist das Lernen und Arbeiten mit Social Media. Und der Bereich, in dem ich arbeite, heißt Innovation Lab. Das heißt, wir kümmern uns da intensiv damit mit innovativen Entwicklungen, mit Innovationsentwicklung und auch mit Zukunftsforschung. Und eines meiner Steckenpferde sind die offenen Bildungsressourcen, und wie es auch wohl in dem Interview geht, und Lehrmaterialien im Allgemeinen. Also ich gehe davon aus, dass sich der Markt der Schulbücher und die Geschäftsmodelle darum in 5 Jahren sehr deutlich geändert haben, und zwar so deutlich, dass man darüber in der breiten Presse spricht. Das heißt nicht, das Schulbuch an sich wird sich ändern, aber die Geschäftsmodelle, das heißt die Entstehung, die Produktion und auch der Einsatz von den bisher bekannten Schulbuchbüchern wird sich drastisch ändern. Es ist nicht meine persönliche Meinung, sondern wir haben mit rund 45 Expertinnen aus dem Bereich der Lern-Lehrmaterialien uns im Jahr 2012 in Bad Reichenhall getroffen und haben uns da sehr intensiv mit den aktuellen Entwicklungen und den zukünftigen Entwicklungen beschäftigt und diese diskutiert. Und meine Aussage beruht im Wesentlichen auf Thesen, die erstellt worden sind im Horizont von den nächsten 3 Jahren, also damals in 5 Jahren, jetzt in 3 Jahre. Und wenn man die weiterspinnt, wird es eben zu wirklich deutlichen Entwicklungen kommen. Deutliche Entwicklungen werden zum Beispiel so sein, dass zukünftig verstärkt Lernende Lernlehrmaterialien mitentwickeln können. Das liegt auch daran, dass es ihnen einfach ermöglicht wird durch Web 2.0 Entwicklungen im weitesten Sinne, sprich zum Beispiel die Wikipedia und andere Mitmachprojekte wie das Zoom-Wiki. Es wird auch hinsichtlich der Multimedialität und auch der Cross-Media-Produktion, die notwendig sind, im Bereich der Schulbuchvorlage einige Veränderungen geben. Essentiell ist für mich natürlich die Entwicklung von offenen Bildungsressourcen, die Geschäftsmodelle und zukünftige Geschäftsmodelle sehr beeinflussen werden und auch die Notwendigkeiten und Möglichkeiten, Bildungsressourcen einzusetzen. Ja, ich setze natürlich vor allem darauf, dass es viel mehr offene Bildungsressourcen gibt. Das heißt, viel mehr Materialien vorhanden sind, die von Eltern, von Nachhilfeeinrichtungen oder auch von der breiten Gesellschaft, also auch Nichtschülerinnen, eingesetzt werden können. Das heißt, es wird an sich mehr Möglichkeiten geben, mehr Zugänglichkeiten zur Bildung und zur reinen Lehrmaterial. Das heißt nicht notwendigerweise, dass Österreich oder Deutschland ein ganz bildungsaktives Land wird, weil nicht jeder ist selbstgesteuert interessiert und in der Lage, auch was zu lernen. Aber es gibt potenziell mehr Möglichkeiten. Es könnte oder Regulierungen geben, die für mehr Gleichheit und Demokratisierung der Zugänge sorgen könnte. Zum anderen, das ist praktisch das Unmittelbare, auch die Unterrichtsgestaltung wird sich auch ändern. In einem weiteren Schritt muss man sich natürlich auch fragen, ob die Bildungsinhalte, die derzeit an Schulen vermittelt werden, die halt sehr daran gebunden sind, dass man Schulbuchinhalte praktisch auswendig lernen, sich aneignet, nicht auch zukünftig deutlich überdacht werden müssen. Wenn ich mein Wissen, wie es so schön heißt, in der Hosentasche dabei habe oder auch relativ einfach abfragen kann, stellt sich die Frage, welche Art von Kompetenzen zukünftig überhaupt unterrichtet werden müssen, wenn es nicht unbedingt die Inhalte sein müssen, weil man die eben leicht abfragen kann. Es kann natürlich sein, dass es ein Grundbedürfnis an Wissen und an Strukturen gibt, die man sich aneignen muss, aber die Frage ist eben, ob es wirklich in der Art und Weise passieren muss, in dem Fächerkanon und in der Art und Weise, wo es doch sehr stark um Aneignung von einfach Wissensbeständen geht, wie heute. Um es konkret zu machen, in Biologie haben wir ein relativ dickes Schulbuch, wo es einfach darum geht, auch verschiedene Pflanzenarten, Familien, Gattungen kennenzulernen. Und da stellt sich halt die Frage, ob zukünftig, wenn es eben Apps gibt, die relativ einfach bei der Identifikation von Pflanzen helfen können, es nicht eher darum gehen sollte, diese Identifikation von Pflanzen zu schulen und zu unterrichten und weniger jetzt Merkmale an sich auswendig lernen zu lassen, weil es eben relativ leicht erreichbar ist, dieses Wissen im Web oder auch in eben offenen Bildungsressourcen abzugreifen. Und das muss vielleicht nicht jeder auswendig parat haben im Detail, weil es diese Tools gibt.
In welcher Weise oder in welcher Intensität sich offene Bildungsressourcen durchsetzen werden, ist ja noch relativ offen. Das wird sicher Veränderungen geben in den Businessmodellen der Schulbuchvorlagen, wie sie aktuell sind. Es ist für mich nicht ganz klar, in welcher Schnelligkeit und Dynamik sich die offenen Bildungsressourcen durchsetzen. Hier ist maßgeblich, treffen hier bildungspolitische Entscheider zutage und müssen einfach entweder das massiv unterstützen, indem sie entsprechende Projektförderungen machen, Initiativen unterstützen, oder wenn sie sich eben zurückhaltend wird, die Entwicklung ein bisschen langsamer sein. Die offenen Bildungsressourcen werden aber immer kommen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass alles, was mal da ist, ja auch bleibt. Alles, was mal geschrieben wurde, veröffentlicht wurde und eine entsprechende Zensierung ist ja da. Und es wird praktisch notwendigerweise oder realistischerweise immer mehr, aber diese Dynamik könnte halt sich stark intensivieren, wenn hier bildungspolitische Entscheider ein bisschen mutig sind und auch mehr ausprobieren und Ressourcenentwicklung wirklich unterstützen. Natürlich wäre es für mich in gewisser Weise ein Traum und eine Idealvorstellung, wenn praktisch alles freies Wissen auf der Welt frei verfügbar ist. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht einsetzen wird, und zwar aus dem pragmatischen Grund, dass es dann einfach Einrichtungen, Institutionen gibt, die sagen, wir teilen unser Wissen nicht öffentlich. Also ihr bekommt unser Wissen, unser Spezialwissen nur, wenn ihr uns zum Beispiel besucht, sich bei uns einschreibt, hohe Studiengebühren zahlt, praktisch darüber sprechen, das auch als Marketinginstrument zu verwenden, praktisch besonderes Elitewissen zu haben. Das ist die Frage, ob das sinnvoll macht, das sinnvoll ist, aber das ist für mich so, wäre für mich so ein Gegentrend, den ich auch erwarten würde, wenn die offenen Bildungsressourcen in den nächsten Jahren wirklich stark an Zulauf gewinnt, dass es hier Leute gibt, die sagen, ja, wir geben unser Wissen nicht frei, wir bekommen das nur ganz exklusiv bei uns. Und die Frage ist halt, wer quasi darauf reinfällt oder ob es wirklich solche Ressourcenbestände gibt, die man auf die Art und Weise schützen kann. Ja, wie die digitale Gesellschaft insgesamt ausschaut, kann ich jetzt nicht so schnell ad hoc sagen, aber wie die Schule sich verändern wird in 5 Jahren, wird sicherlich so sein, dass es verstärkt Schulklassen gibt, die ausschließlich Tablets, PCs, Laptops besitzen, mit denen sie arbeiten, die weniger gedruckte Schulbücher verwenden, weiterhin natürlich gedrucktes Papier. Was ich mir wünschen würde, ist natürlich, dass insbesondere die Entwicklung der offenen Bildungsressourcen stark zunimmt, dass hier eine Starkverbreitung kommt und wir auch nicht nur mehr in digitalen offenen Bildungsressourcen denken, sondern auch verstärkt experimentieren mit gedrucktem Material, weil es einfach in vielen Bereichen weiterhin sinnvoll sein wird und wichtig ist, es auch gedruckt vorliegen zu haben.